Herzlich willkommen zur Mondscheinshow, der Sendung auf Hope TV, die sich nicht ganz so ernst nimmt. So ein bisschen wie Elon Musk den Rest der Welt. Die Weltgesundheitsorganisation hat bekannt gegeben, dass Affenpocken jetzt M-Pox heißen. Ja? Ich wusste gar nicht, dass die WHO auch Rap-Namen vergibt. Ja? M-Pox are in the house. Yay, findet's auf alle Fälle gut, ja? Durchfall soll jetzt auch bald zu Defall werden. Nein, Quatsch. Hat natürlich mit Hip-Hop alles nichts zu tun. Die Krankheit wurde 1958 zuerst bei Affen identifiziert. Die heutigen Fälle haben überhaupt nichts mehr mit den Tieren zu tun. Trotzdem wurden dieses Jahr zum Beispiel in Brasilien Affen angegriffen, weil man sie für die Überträger der Krankheit hielt. Ja? Nach der Logik macht es jetzt vielleicht auch Sinn, dass Bolsonaro so aggressiv den Regenwald abholzen wollte. Ja? Vielleicht hatte der mal Tropenfieber. Ja? Es ist auf alle Fälle ein neues Phänomen in unserer sich immer mehr polarisierenden Gesellschaft, dass man die Namensgeber von Krankheiten schützen muss. Ja? Ich meine, weder die Ziegen noch der Peter wurden jemals wegen Mumps bedroht. Das Gleiche bei Hühneraugen. Hoffen wir nur, dass Leute, die so denken, nie von der Kinderlähmung hören. Ich hab's immer gewusst, diese Dreckskinder. Es gab noch viele weitere Absurditäten diese Woche. Zum Beispiel die Treibstoffpreise. 2022 wird das teuerste Jahr in der Geschichte des Tankens. Das Bundeskartellamt sieht nach umfangreichen Nachforschungen allerdings keine Hinweise für Preisabsprachen zwischen den Mineralölkonzernen. Ist doch auch schön, ne? Wenn es darum geht, die Verbraucher abzuzocken, dann verstehen die sich ohne Worte. Ja. Als die gehört haben, Krieg, da wussten die einvernehmlich sofort, komm, rauf mit dem Preis, ganz egal, was der Rohölkurs macht. Ja. Entscheider sind überall gleich skrupellos. Ja. Wer sind eigentlich diese Schweine? Ne? Ach so, das sind Aktiengesellschaften. Ach, wir sind die Entscheider, weil wir immer mehr Rendite. Ja. Kapitalismus 1, Verbraucher 0. Bleiben wir beim Absurden. Der neue European Railway Station Index wurde veröffentlicht. Der bewertet die besten Bahnhöfe in Europa. Unter den Top 10 Bahnhöfen sind 5 Deutsche. Waren die schon mal bei uns auf einem Bahnhof? Was waren denn die Kriterien? Uringeruch, Größe der Verspätungstafeln, Dealerdichte? Kurios wird's dann, wenn man sich die Liste mal genauer anschaut. Ja, auf Platz 1 ist der Züricher Bahnhof, auf Platz 2 ist Frankfurt und München. Und Berlin. Und Milan. Und Amsterdam. Steckt hinter dieser Wertung der Verband der Waldorfschulen? Oder warum sind alle Zweiter? Ja. Ist wie früher beim Kindergeburtstag. Das Geburtstagskind hat immer gewonnen. Alle anderen zweiter Sieger, komm, kein Streit, zweiter Sieger. Platz 4 war auch noch punktgleich, sodass die 10 besten Bahnhöfe sich die ersten 5 Plätze teilen. Ja. Nur einen zweiten Platz wird sicherlich bei der Fußball-WM geben. Sonst weiß ich nicht viel zu sagen dazu, weil ich die Spiele nicht schaue. Aber was ich natürlich mitbekommen habe, war die Meldung über Cristiano Ronaldo. Der hat seine ganz eigene Methode für den Snack zwischendurch. Ronaldo greift sich mit der linken in seine Hose. Er sucht etwas. Er sucht und sucht und findet. Aber was? Es scheint in jedem Fall zu schmecken. Das ist also der Frauenschwarm? Ich meine, ja, man muss nicht alles verstehen. Am Ende gut zu sehen, dass Ronaldo auch einfach ein Mann ist wie alle anderen. Und wir Männer, wir haben einfach immer gern eine Zwischenmahlzeit dabei. Moment kurz. Bin ich jetzt auch so toll wie Ronaldo? Mir fehlen die Worte, aber mindestens so toll. Mindestens. Okay. Noch eine Geschichte, die man sich nicht ausdenken könnte. Der Bundesgerichtshof hat Details über die geplante Entführung von Karl Lauterbach im letzten April veröffentlicht. Offensichtlich gab es einen V-Mann innerhalb der Entführergruppe. Die wollten aber nicht nur den Gesundheitsminister entführen. Nein, es gab einen viel größeren Plan, der in einem Staatsstreich gipfeln sollte. Jetzt denkt man sich vielleicht, boah, krass, Coup d'État, Wahnsinn, da muss ein riesiges Netzwerk von einflussreichen Leuten in allen Bereichen der Gesellschaft gewesen sein. Die 4 Deutschen, die den Kern der Gruppe bildet haben, sitzen in Untersuchungshaft? Ja, Männer, man muss sie einfach lieben. Zu 4 sitzen sie irgendwo in Rheinland-Pfalz und ziehen sich den Umsturzplan aus der Hose.
Die Details des Plans sind hochkomplex und nicht ganz einfach zu verstehen. Deswegen habe ich mal eine einfache Illustration vorbereitet. Also, hier ist unsere Kerngruppe von den vier Männern irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und die hatten dann vor laufender Kamera eine Talkshow zu stürmen und dort den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen, wahrscheinlich irgendwo in Köln. Nicht, weil Karl Lauterbach strategisch wichtig gewesen wäre, um die Regierung zu stabilisieren, aber er war einfach in der Telegram-Gruppe am unbeliebtesten. Aber das ist noch nicht alles. Gleichzeitig mit der Entführung beginnt ein Stromausfall landesweit von mindestens 2 Wochen. Ja, die Details der Umsetzung waren noch unklar, aber das klärt sich dann on the go. So, wegen des Blackouts sind dann alle völlig in Aufruhr und dann tritt plötzlich in Berlin ein Doppelgänger auf von Olaf Scholz oder auch Frank-Walter Steinmeier, kann eh keiner unterscheiden, je nachdem, wo man dann den besseren Doppelgänger findet. Und der erklärt das Ende der Bundesrepublik Deutschland und kündigt die neue Regierung an. Soweit, so machbar. Vorher aber noch ein ganz wichtiger Schritt, nämlich die Unterstützung ausländischer Mächte sichern. Dazu fährt man von der Ostsee rüber bis nach St. Petersburg in russische Hoheitsgewässer, lässt sich dort von der Marine aufgreifen und wird vor Wladimir Putin gebracht, der dann die neue Regierung anerkennt. Ja? Nichts davon ist erfunden. Ja? Die Panzerknacker machen bessere Pläne. Folgende Schwachstellen sehe ich bei diesem Plan. Eigentlich keine. Denn eine pensionierte Lehrerin aus Sachsen war ebenfalls ein übergeordneter Teil der Gruppe. Und damit ist alles plötzlich machbar geworden. Denn Lehrerinnen können alles durchsetzen. Ja, ich entscheide, wann die BRD endet und nicht der Gong. Wahrscheinlich hätte das Ganze also wirklich funktioniert. Der einzige Grund, warum der Plan gescheitert ist, war nicht der V-Mann, sondern die Tatsache, dass der ideale Zeitpunkt in die Sommerferien fiel und damit war die Lehrerin raus. Ist klar. Ja? Ungefähr so wie auf dieser Tafel läuft übrigens auch der Planungsprozess für unsere Sendungen ab. Schön, dass ihr trotzdem reinschaut und herzlich willkommen zur Mondscheinshow. Leute, es wird von Woche zu Woche schlimmer. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, der Sven. Ich glaube, das tut ihm nicht gut. Schaut mal selber. Seht ihr, was ich meine? Lasst mich nicht allein. Bitte abonniert den Kanal. Bitte.